So, hallo damit, ganz herzlich willkommen zurück hier zu einer neuen Aufnahme vom Let's Play L.A. Noire. Heute hoffentlich ein kleines bisschen mehr bei der Sache, ein kleines bisschen motivierter, wobei ich glaube, motivierter zu sein als letztes Mal ist keine Kunst. Auf jeden Fall, wir klicken mal auf Fortsetzen. Huch, wo kommt man da hin? Streifendienst, wir sind im Verkehrsdezernat. Der Fahrsitzwagen des Konsuls. Aber wenn ich jetzt hier, dann starte ich es doch neu, oder? Ich möchte ja einfach bloß, ist das neu? Ich will bitte einfach ganz normal fortsetzen. Wie, genau, hier wie immer. Einfach meine Speicherstände aufrufen. Mehr wollte ich gar nicht. Ich habe gar nicht so viele Ansprüche. Ich bin anspruchsloser kleiner Let's Player. Jo, genau, da waren wir nämlich das letzte Mal. Und es ging darum, wir müssen mal ganz kurz das anschauen. Der Wagen des Konsuls wurde ja in einem Hinterhof aufgefunden und... Jo, da haben wir doch einige Sachen und wir wollen jetzt hier den Inhaber des Dewey Car Sales, also der Dewey Brothers, den Kollegen wollen wir einfach mal ein kleines bisschen zu interviewen. Mind, genau, und zwar Verbindung zu unserem, hier, ne, unsere Generalkonsul. Packards are great cars, but this doesn't look like the kind of place favored by foreign embassies. How do you know about this? I don't know Valdez. The embassy bought the car. All I know is he must know a quality car when he sees one. Das ist gelogen, das ist gelogen. Denn dagegen haben wir ja da unten angebliche Bestechung. Valdez hat das Bestechungsgeld von Dewey angenommen. Also ist eine Lüge. And I know a shyster when I see one. You and Valdez are in this together. Me and Valdez? I hardly know him. Valdez wouldn't wipe his shoes with me. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal genau da unten. We've talked to Valdez. He was very obliging. He told us all about the arrangement the two of you had, and now quit wasting our time. Okay. So I met Valdez in a bar. We cut a deal, and he bought the car through the embassy. I cut him some change on the side. It happens all the time. Das hat er uns auch erzählt, ganz genau so. Wer ist denn Delgados? Ich weiß nicht, wer Delgados ist. Delgados Verbleib. Hey, don't be too hasty. Can I interest you in a new package? Ich will auch ganz kurz mal acht Personen gucken, wer denn Gabriel Delgado ist. Angestellter bei Dewey Brothers und Autodiebstahlverdächtiger. Was haben wir denn gegen den? Mit der Aufnahme ist dafür nicht so. Gestohlener Packet, Fahrzeugschein, fehlende Nummer. Valdez Notizbuch. William DeVay. Wer war denn William DeVay? William DeVay ist. Na, William DeVay ist doch er hier, oder? Genau. Personen. Valdez ist er hier. Gabriel Angestellter und Autodiebstahlverdächtiger. Ach, wegen Mexikaner oder was? Oswald Jacobs, was ist denn er hier? Ah, er hier. Okay, gut. Machen wir mal weiter. Und zwar Delgados Verbleib. Where can we find Delgado? I don't know. He sure as hell isn't here. Also lügen können wir nicht, aber wir können es anzweifeln. Also ich bin immer der Meinung, wir haben da nichts dagegen. Nee, haben wir nicht. Bedeutet, wir können es einfach nur anzweifeln. Address, Dewey. Or my partner shoves her head in a car door. Okay, alright. Apartment 3103 Hill Street. And tell him from me. If he ever shows his face around here again, I'm gonna kick his butt from here to Kingdom Come. Okay, Delgados Wohnsitz untersuchen, das haben wir vor. Schraubenschlüssel bei Autodiebstahl benutzt. A wrench from this dealership was used to strip the wheels from a Packard last night, Mr. Dewey. A couple of Hispanics were seen taking parts. We've had a spate of thefts ourselves. Comes with the location. Thieving bastards will steal anything the minute your back is turned. Gestohlener Packard, okay. Fahrzeugschein, fehlendes Nummernschild, Flagge, Rad, Schraubenschlüssel. Also der fehlt ja hier einfach bloß.
Er wirkt doch eigentlich sehr zuversichtlich. Ich wüsste nicht, warum wir das anzweifeln sollten. Also, Cole hat zwar irgendwie eine ganz kurze Denkpause gemacht, allerdings... Oh, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich glaube ihm. Nein. Like I said, the workshop's too close to the street. It's difficult to keep an eye on it. Thank you for your help, Mr. Dewey. No problem. God damn that kid. I'm just an honest car salesman. Seems like you just don't know who you can trust these days. Going to movies, Dewey. You're missing your calling. Time to visit Gabriel Delgado. See how good his excuse is. Ich hab's Gefühl, ich bin nicht so erfolgreich in diesem Spiel. Kann aber nur so vorkommen. Naja. Das war ja auch bei der Umfrage, habe ich auch geschrieben, dass ich leider weniger erfolgreich sein werde. Ich schwör, ich bin Polizist, ich darf einsteigen, ey, Frederic Chantal. Ey. Genau, fahren wir erstmal die Autotür ab. Warte mal. Also den holen wir uns jetzt. War das er hier? Oder er hier da vorne? Ich glaube, das war er da vorne. You read this story in the Kollege. The Navy developing three-dimensional movies? What's a dimension? You know, Job. Like a graph. Vertical axis is Y and horizontal is X. Well, that's clear as mud. Third dimension would be Z. So, things would be popping out of the screen. That's ridiculous. Scare people out of the theater. God's name would want that. I don't know. People scoffed at the idea of talkies in color. And look what we have now. Ist ja nicht so, dass wir heutzutage auch 3D-Kino haben. Wo ist das denn? Wo ist denn das? Was ist hier? Autohaus Devi Brothers. Da waren wir gerade. Wo sind wir denn? Ich weiß, ich finde mein Symbol immer nie. Da oben ist einer. Schauplatz eines Straßenverbrechens. Doch, da kommen wir hin. Wir machen eins, die zweite links und dann durch. Den nehmen wir an. Den nehmen wir an. 624 West 3rd Street. Any unit to handle code 3, identify. Hallo? Wie wär's mit Antworten, Kollege? Wir könnten aber vielleicht mal das hier ausmachen, damit wir nicht so extrem laut angekündigt werden. Ich meine, das will ja auch keiner, sonst wissen wir gleich, dass wir da sind, ne? Das ist nicht so toll. Und vielleicht liegt hier eher meine Kompetenz als im Bereich von komplexen Verbrechen aufklären. Man weiß es ja nicht. Wenn meine Kompetenz überhaupt irgendwo liegt, das ist die andere Einschränkung. So, Leute, macht mal frei da vorne. Genau, dankeschön. Dann dürften wir aber auch gleich da sein. Ah, genau, da vorne. Ja. We're starting to think nobody would show. What have we got? The Third Street Gang and the Diamond Street Gang. Mexican kids with nothing better to do than howl at each other. But no bloodshed so far. Shit! Hope you brought plenty of ammunition, sir! LAPD, drop your weapons! Bewaffnete Verdächtige überwältigen. Hilfe, ist das laut! Und Hilfe sind das viele. Nummer 1. Nummer 2. Einmal nachladen, bitte. Genau, schießt euch erstmal... Holala, ist das laut! Schießt euch erstmal einen ab und dann... ...komm ich aus dem Versteck. So. Kann man irgendwie nachladen? Ja, dann lad mal ganz kurz nach. Holala, ist das laut! Weg mit dir. Und da hinten ist noch einer. Weg mit dir. Hallo? Ist noch jemand da? Genau, Bukowski, lauf mal ganz kurz. Mein Hut ist weg. Cole, nimm deinen Hut wieder. Nimm deinen Hut wieder. Ist ein feiner Cole. Nein, du sollst nicht schießen. Du sollst deinen Hut nehmen. Dann nimm ihn halt nicht. Ah, genau. Hallo? Oh, da. Bukowski ist aber echt unfähig, oder? Deckung verlassen. Lauf mal schneller, Cole. Genau. Jo, wo ist denn da noch jemand? Wer hat da nicht? Wer will nochmal? Hallo? Da müsste noch einer sein. Reinforcements are on the way. Cease and desist. Rede mal nicht so viel. Ich will mir erstmal gerne... Claire, go! Wo? Das bist du, Bukowski, gell? Ja.
Dann müsste da noch irgendwo einer sein. Und da. Lauf einfach mal ganz kurz. Jo, wo seid ihr denn? Da, ach da. Da bist du. Hollala, bist du laut. Du bist weg. Da kommen noch mehr. Hilfe, das ist hinter meinem Auto, das ist hinter meinem Auto. Das ist hinter meinem Auto. Was will der da? Nicht hinter meinem Auto. Das ist meine Deckung. Ich kann nicht zielen. So, weg mit dir. Einmal nachladen. Bitte. Danke. Laut. Wo bist du? Ach, da. Oh, oh, oh. Da, so. Weg. Gut, das haben wir es auch ein bisschen geübt in der heutigen Folge. Vielleicht ein... Ja, doch, hat ganz gut funktioniert. Hat ganz gut funktioniert. Einmal speichern. Das juckt ihn einfach nicht. I need an ambulance at 1624 West 3rd Street. Ich bin auf dem Leichenwagen. Shots fired and suspects are down. Roger on the ambulance 11K. All units be advised, code 4 on the major 415 on West 3rd Street. Suspects are down. Also, ich bin ja von Leichen... Kollege, ich will da raus. Dankeschön. Warte mal ganz kurz. Wie kommen wir denn da am besten hin? Einmal Le Map Grande. Ich würde sagen, wir drehen einmal um und fahren nach vorne, dann rechts, da können wir nämlich die Straße durchfahren. Das finde ich, glaube ich, ganz praktisch. Bedeutet, wir drehen einmal mit dem Wendekreis von einem Elefanten. Der Klassiker. So, einmal weg da. Ich bin Polizei. Ich darf das. Geh mal ganz kurz weg. Das stimmt. Nein, ich will nicht die Tankstelle umfahren. So, ganz vorsichtig dadurch. Dann können wir einmal auf die Straße. Da ist ein Bus. Das können wir... Wechsel einfach die Spur, ist okay. Aber die Teile steuern sich echt wie ein Schiff. Das ist unglaublich. Naja, fahren wir zu unserem eigentlichen Zielort, wo wir hin müssen. Und dann quatschen wir nicht so viel im Radio. Ich quatsche. Die Musik ist so klasse. Wie war das? Linksabbieger? Naja, das ist überall noch mal ein bisschen so. Also, da vorne dürfen wir denn einmal... Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Holderi, holderi, hollero. Kopfhörer gerade Max Rabe, da erinnere ich mich gerade dran, von dem her. hat aber echt was davon. So, wie weit ist es denn noch? Ich glaube nicht mehr allzu weit. Wo ist denn das? Noch mehr Straßenverbrechen, noch mehr Straßenverbrechen. Da sind wir. Das heißt, wir müssen eigentlich kurz davor sein. Eigentlich... Wie ist er da lang gefahren? Doch, der ist eigentlich um die Ecke, oder? Die Frage ist, wo wir sind. Ich finde immer uns nicht. Yay! Da sind wir. Ja, doch, komm, wir sind Polizisten, wir müssen anderen Leuten helfen. Machen wir heute ein bisschen mehr Straßenverbrechen, ist okay. Dann machen wir heute ein bisschen, ne und so. Mit Max Rabe mit der Gruppe ein kleines bisschen. Eigentlich Jagd auf Gänse ist zwar ein bisschen unter unserem Niveau, aber ich denke, wir sind ja ganz soziale Polizisten. Wir müssen den anderen auch helfen, die Hilfe brauchen und ja. Wo müssen wir denn abbiegen? Da vorne erst, gell? Jo, so sieht's aus. Da einmal rechts. Jo, wunderbar. Genau. Hollala. Pfandhausüberfall. Three guns locked themselves in with two hostages. I tried to go on through the front, but the place is a fortress. I nearly got a mouthful of lead from my trouble. All right. I'll see if I can get in through the back. All right, I'll stay here and keep him busy. Von der Rückseite sollen wir rein. Okay. Ich laufe einfach mal hinterher. Ich hab den... hollala. Warum kennt er sich so gut aus hier? Ich kann das nicht. Hollala, ist das laut auf dem rechten Ohr. So, Bekowski hat immer recht. Also, das ist normal. Da können wir ganz vorsichtig hoch und rein. Ich decke mir mal von der anderen Seite. Achso, ich darf jetzt vor, oder was?
Ach, der feine Herr, natürlich darf ich vor. Hallo? Hallo? Geht's euch gut? Ist da jemand? Hallo? Jetzt darfst du mal die Tür eintreten, Kollege. Kollege? Hallo? Oh, Kollege ist so faul, ey. Dann nehmen wir jetzt außer Deckung einmal. Reinforcements are on the way. Cease and desist. Also, ich wäre da nicht reingelaufen. Vor allem, ich weiß auch gar nicht, wo die alle sind. Throw out the guns. Da ist einer. Ich find's gut, dass ich über die Ecke gucken kann. Wir ziehen einfach mal auf ihn. So, ist er weg. Hallo? Lebenszeichen. Ich glaube, er ist weg. Okay. Es ist so dunkel. Warum ist es immer so heavy geschießen? Ich weiß es nicht. Feuerwerksmunition. Yay. Okay, der ist auch weg. Wo sind die anderen? Ist da noch jemand? Ganz kurz außer Deckung. Einmal rein da. Quick, up the stairs. Get after him. Es ist so dunkel. Das machen wir so mal ganz kurz in der Folge. Ich sehe effektiv überhaupt gar nichts. Da ist noch einer. Deckung? Nee, da vielleicht Deckung. Nee, da, da, Kohl, da, da, Deckung so. Deck ich nochmal ganz kurz da. Okay, ich sehe nichts, das heißt, wir gehen einfach hoch. Ach, da, auf dem Dach oben. Put the weapon down now. Weg? Weg. Haben wir geschafft, so, und ich denke mit dem mehr oder minder erfolgreichen Erfolg, ja, die letzte Folge war echt sehr, das heißt, die Folge war ein kleines bisschen motiviert, doch hoffe, wir haben ein bisschen was geschafft. I've been involved in a shooting at 333 South Main Street, Globe Loan and Jewelry. It's code 4 now, but the suspect is down. I need an ambulance here. I notify my supervisor and the coroner. 11K, Roger, on the ambulance and coroner. Your supervisor will be notified. Okay, wir stellen mal ganz kurz ein. Quatsch nicht so viel, würde ich sagen. War's das für heute. Ich verabschiede mich, wünsche euch noch einen wunderschönen restlichen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuschauen.